Die Zielgruppe hier in der Villa Wertvoll sind Kinder und Jugendliche von 3 bis 17 Jahren. Und der Grund, warum wir das hier alles so eingerichtet und uns so viel Mühe gemacht haben, ist, dass wir uns wünschen, dass sie hier ihre kreativen Fähigkeiten erstmal überhaupt entdecken können, dass sie sie entfalten und dann entwickeln. Ein Mädchen war da, die musste ihre Sozialstunden ableisten und ihr Betreuer hat gesagt, ob sie das nicht hier machen könnte. Dann saßen wir hier und dann hat sie uns geholfen, ein Regal aufzubauen. Es war so ein Handmade-Regal und dann war eine Aufgabe, in dieses Regal, in so ein dickes Brett ein Loch zu bohren. Hat sie noch nie gemacht und dann hat sie sich erst nicht getraut und dann hat sie es aber geschafft, ein Loch in ein Brett zu bohren. Und dann war sie fertig, zieht den Bohrer raus und sagt, krass, ich kann ja was. Wie krass muss es für Jugendliche sein, wenn sie merken, wow, ich habe dieses Lied gesungen und die Leute klatschen. Oder ey, wie ich tanzen kann, ich hätte nie gedacht, dass mein Körper solche Bewegungen hinkriegt beim Breakdance. Oder ich merke, ich kann was und habe einen sicheren Rahmen, wo ich das auch entfalten kann. Und das nächste, der dritte Schritt ist dann die Entwicklung, also das Fortführen. So, ich entdecke das, ich kann das entfalten und dann habe ich Möglichkeiten, mich da auszutoben.